Bernsteinsee. Seit 2016 gibt es unsere Erholungsanlage Haus am Bernsteinsee von und für Familien mit krebskranken Kindern. Jedes Jahr erholen sich hier 40 bis 45 Familien aus dem gesamten Bundesgebiet auf unserer kleinen Anlage in der Südheide zwischen Gifhorn und Wolfsburg. Selbst betroffene Eltern haben mit dem Ausbau eines kleinen Blockhauses begonnen. Mittlerweile kann man sich in zwei großen Blockhäusern für bis zu 5 Personen und einem kleinen Blockhaus für bis zu 3 Personen gleichzeitig nach den schweren Krebstherapien der Kinder erholen. Auf dem 4500 Quadratmeter Kiefern-, Eichen- und Birkenwäldchen gibt es neben einem Gemeinschaftsraum für gemeinsame Aktivitäten, wenn das Wetter mal nicht zum Strandbesuch einlädt, jede Menge Möglichkeiten, sich durch Spiele und Spielgeräte zu beschäftigen. Beste Voraussetzung, um die Strapazen der vergangenen Monate für eine kurze Zeit zu vergessen. Einfach mal Luft holen und raus aus dem Alltag. Das wünschen sich betroffene Kinder, Geschwister und Eltern in Therapiepausen oder nach Beendigung ihrer Therapien. So entstand die Idee für diese Ferien- und Erholungsanlage in Stüde, einem Ortsteil der Gemeinde Sassenburg im Landkreis Gifhorn. Familien mit einem krebserkrankten Kind haben hier, auch ohne großen finanziellen Aufwand, einen idealen Rückzugsort, um einfach mal abzuschalten und den Alltagssorgen zu entfliehen. Auf dem eingezäunten Waldareal befinden sich mehrere kleine und größere Highlights. Eine Basketballfläche, eine Fußballtorwand, die beliebte 25 Meter Seilrutsche, mehrere Trampoline, eine Outdoor-Tischtennisplatte und ein Bolzplatz, der gemeinsam mit Fußballprofis des VfL Wolfsburg errichtet wurde. Direkt im Wald bieten Wackelbrücken und Kletternetze die Verbindung zur Natur und der überdachte Grillplatz bietet Raum für einen gemütlichen Tagesabschluss. Das Thema Sport in der Krebstherapie gewinnt ständig mehr an Bedeutung. Daher gibt es zusätzlich seit 2021 einen kleinen Sportraum, in dem man durch Sport und Ausdauertraining Stress abbauen und sich so fit für den Alltag machen kann. Und sollten Sie am Abend Lust auf einen gemeinsamen Fernsehabend haben, dann besuchen Sie unser kleines Kino mit 10 gemütlichen Kinositzen und einem Großbild-TV mit Dolby Surround-Klang. Das Besondere beider Räume ist, dass sie sich in einem umgebauten Eisenbahnwaggon befinden. Ein ungewöhnlicher Anblick, der Sie zum Staunen bringen wird. Wo steht schon eine Lok mit Waggon im Wald und bietet solche Überraschungen im Inneren? Im hinteren Teil der Anlage, direkt am Bolzplatz, befindet sich das Campzelt. Seit 2019 findet hier das 4-tägige Maximilian-Arnold-Wölfe-Camp statt. Ein Erlebniscamp für die ganze Familie zusammen mit dem VfL Wolfsburg und der José Carreras Leukämie-Stiftung. Gerne können Sie sich auf unserer Internetseite dafür bewerben. Darüber hinaus steht uns Maximilian, der Profifußballer, als Schirmherr zur Seite. Das große Freizeit- und Ferienhausgebiet mit Strand und Badesee bietet beste Voraussetzungen, um auch kurze Aufenthalte mit Ruhe, Erholung, Natur und Freizeitaktivitäten auszufüllen. Der naturschöne See mit dem großen, weitläufigen Badestrand und hervorragender Wasserqualität bietet neben dem Badespaß auch die Möglichkeit, auf der modernen Wakeboard- und Wasserskianlage Abenteuer zu erleben. Darüber hinaus bietet die Anlage weitere attraktive Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Kinder können beispielsweise auf dem großen Abenteuer-Piratenspielplatz toben, auf der 18-Loch-Adventure-Golf-Anlage ihre Geschicklichkeit beweisen oder in der Wasseranlage nach Goldsteinen schürfen. Weitere Aktivangebote wie Bogenschießen, Kartfahren oder Segelfliegen gibt es in unmittelbarer Nähe.
Auch diverse Einkaufsmöglichkeiten sowie Ärzte und Apotheken sind in den benachbarten Orten zu finden. Die direkte Anbindung an den Elbe-Seitenkanal bietet eine perfekte Umgebung für einen gemütlichen Spaziergang oder eine Radtour mit der ganzen Familie. Klein, aber fein ist wohl die beste Beschreibung für die Häuschen auf unserer Anlage. Sie sind modern, komfortabel, mit viel Liebe eingerichtet und mit zeitgemäßer Technik ausgerüstet. Hinzu kommt das eingeläutete Nachhaltigkeitskonzept. Die Anlage wird mit Ökostrom betrieben und die Geräte sind energiesparend und alle Lampen mit LED-Technik versehen. Ein Großteil der Räume wird mit Fußboden und Infrarotheizungen beheizt, sodass man auch in den kälteren Tagen ein gemütliches Heim vorfindet. Die beiden größeren Häuser haben jeweils eine Grundfläche von 55 Quadratmetern und besitzen ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer mit Doppelstockbett, eine voll ausgestattete offene Küche, ein großzügiges Bad sowie ein Wohnzimmer mit Essbereich. Hier ist genügend Platz, um auch bei schlechten Wetterverhältnissen einen Tag drinnen zu verbringen. Zusätzlich steht den Familien ein großer Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Dort gibt es viele Gesellschaftsspiele und einen großen Tisch für Bastel- und Malutensilien. Die dortige Fernsehecke lädt zum gemeinsamen DVD-Abend mit den anderen Familien auf der Anlage ein. Die Küche ist mit Elektroherd, Kühlschrank, Geschirrspüler und Mikrowelle komplett eingerichtet. Geschirr und Besteck sowie alles, was man zum Essen braucht, vervollständigen das Angebot. Die Kinderzimmer sind mit einem Etagenbett ausgestattet und sind gleichzeitig der ideale Rückzugsort für alle kleinen Gäste, um zum Beispiel den Hörbüchern zu lauschen oder in Kinderbüchern zu lesen. Das Badezimmer ist barrierefrei erreichbar und bietet neben WC und Waschtisch eine rollstuhlgerechte große Dusche. Im Elternschlafzimmer steht ein großes Doppelbett, das genügend Platz zum Kuscheln bietet. Das kleinste der Häuschen hat eine Grundfläche von 28 Quadratmetern. Es ist mit einer offenen Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kühlschrank und Mikrowelle voll ausgestattet. Das kleine Bad besitzt eine Dusche, WC und Waschtisch. Zudem gibt es ein großes Doppelbett und eine zusätzliche Schlafmöglichkeit im Spitzdach, die die Möglichkeit bietet, eine kleinere Familie oder Großeltern separat unterzubringen. Familien mit krebskrankem Kind sowie verwaiste Familien können die Anlage mehrmals im Zeitraum von der Diagnose und bis etwa 48 Monate danach in Anspruch nehmen. Natürlich mit Geschwisterkindern, Freunden und Großeltern. Buchbar sind die Häuser über die Partnervereine unter dem Dachverband der Deutschen Kinderkrebsstiftung, der Landeskrebsgesellschaften, den Sozialtherapeuten der Kinderonkologien oder direkt über die Internetseite der Anlage. Die ideal gelegene Erholungsanlage ist angebunden an mehrere Bundesstraßen sowie zwischen den Autobahnen A2, A7 und A39 zentral, schnell und gut erreichbar. Gönnen Sie sich und Ihren Kindern sowie Familienmitgliedern einfach mal eine Auszeit. Eine Auszeit für Körper, Kopf und Seele. Gönnen Sie sich einen Kopfurlaub. Wir haben alles dafür vorbereitet, damit Sie ein paar unvergessliche Tage in einer besonderen Zeit genießen können. Mehr Informationen und ein Buchungsformular finden Sie unter www.haus-am-bernsteinsee.de. Wir freuen uns auf euch!